They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Und der Pfad der Liebe verläuft nie geradeaus. Früher schon, aber dann wollten plötzlich alle ihr Schicksal selbst bestimmen. Aber du musst zugeben, so ist es viel interessanter. Naja, mal sehen, was passiert. Hey, Ashlyn! Was war das für eine SMS? Ist alles... Tut mir leid, Cedar. Ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Hunter? Ich bin nicht Hunter. Ich bin Gunter. Gunter Gunsman. Geht es etwa um eure heimliche Beziehung? Ja, genau darum geht es. Duchess weiß Bescheid und jetzt will sie es in der ganzen Schule rumerzählen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Sag die Wahrheit. Ich finde es immer am besten, wenn man versucht, nicht zu lügen. Du hast recht, Cedar. Gunter Gunsman, einen dreifach Minzkaffee für Gunter Gunsman. Danke hier drüben. Ich bringe Partyzubehör für Cupid. Ah, ich bin Cupid, das bin ich. Oh, bitte unterschreiben. Partyzubehör? Ja, Partyzubehör für unser Stück. Und dürfte ich vielleicht auch erfahren, wie der Titel eures Theaterstücks ist? Es heißt... Der Titel des Stücks? Es wäre beinahe ein Stück gewesen. Doch dann wieder nicht. Und dann plötzlich doch. Gut, na schön. Ich weiß nicht, Duchess. Es ist eine Bombennachricht, aber Ash und Hunter sind meine Freunde. Wenn du nicht darüber berichtest, wird es ein anderer tun. Oh. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt werde ich niemals mein glücklich besetztes Lebensende bekommen. Oh, hey, Duchess. Ashlyn, du und Hunter seid nun zusammen? Aber du bist eine Royal und er ist ein Rebel. Eine Royal und ein Rebel? Aber so ist es nicht vorherbestimmt. Sie ist ihrem Herzen gefolgt. Und darum geht es doch auch irgendwie am Herzenstag. Hallo, liebe Märchenfreunde. Blondie Locks berichtet euch über erste Reaktionen zur königlich-rebellischen Liebesromanze. Ich finde es... Exzellent. Oh. Ashlyn und Hunter haben beschlossen, ihr Schicksal neu zu schreiben. Was ist dagegen einzuwenden? Sie tun mir leid. Geheimnisse für sich zu behalten ist schwer. Eine Royal und ein Rebel. Sie stammen doch aus zwei Welten. Hey, ich habe gerade versucht, hier ein Interview zu geben. Ich mache mir Sorgen um Ashlyn und Hunter. Wenn sie ihrem vorbestimmten Schicksal nicht folgen, schließt sich ihr Märchenbuch für alle Zeiten. Vergesst nicht unseren morgigen Test über Diademgrößen und Nackenverspannungen. Apple, wir müssen miteinander reden. Ash, das ist alles so neu für mich. Ich bin mir nicht sicher, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß. Ich bin überrascht, dass du kein Vertrauen zu mir hattest, um es mir zu sagen. Ich habe gedacht, du kannst es nicht verstehen. Ja, das tue ich auch nicht. Das ergibt gar keinen Sinn für mich. Ich will aber nicht zusehen, wie jemandem, der mir viel bedeutet, etwas Böses geschieht. Ihr wollt mir also erzählen, dass all diese herzförmigen Kuchen für euer Stück sind? Jep, für das Stück. So ist es. Sie sind für eine echt lustige Szene, in der Briar Kuchen auf Hopper wirft. Was, wie bitte? Oh ja, das ist eine lustige Szene. Ich hol die Kuchen raus und... Gut, na schön. Ashlyn. Duchess.
Was willst du noch? Oh, was ich will? Mein eigenes glücklich bis ans Lebensende natürlich. Und jetzt, da jeder hier weiß, dass du mit einem Rabbit zusammen bist, sieht's aus, als wäre eins verfügbar. Kein Glasschüchchen mehr für dich. Also freust du dich, dass Hunter und ich zusammen sind, während es meine besten Freunde nicht tun? Vielleicht habe ich einen Riesenfehler gemacht. Was? Nein, du tust auf jeden Fall das Richtige. Folge deinem Herzen und all dem kitschigen Gerede. Tut mir leid, den halte ich frei für Ashlyn. Hey, Ashlyn! Ah. Hunter, wir müssen reden. Ashlyn. Ich dachte, es wäre eine gute Entscheidung, allen zu zeigen, dass wir zusammen sind. Ich dachte, es würde uns dann leichter fallen, aber irgendwie ist jetzt alles noch schlimmer. Was willst du damit sagen? Meine Freunde sind verärgert. Ich weiß nicht, was für ein Schicksal uns nun bestimmt ist. Ja, aber... Hunter, ich möchte nicht, dass uns etwas Böses zustößt. Oder dir. Ich denke, wir sollten uns lieber trennen. Es tut mir leid. Freunde, es ist Frühling an der Ever After High. Dort haben die Schüler nur noch eines im Sinn, ihrem Herzen zu folgen. Die Royals mit den Royals und die Rebels mit den Rebels. Naja, ganz so einfach läuft es vielleicht nicht immer. Seht euch Hunter und Ashlyn an. Hallo, Apple. Hey. Sie ist so schön. Ja, hey, Apple. Hi. Oh, hey, Kirsten! Mit den Blüten. Es scheint, als würden sich Herzen und Schicksale nicht immer in dieselbe Richtung bewegen. Cupid und Dexter? Charming. Cupid und Dexy. Oh. Hey, Cupid! Sitzt hier schon jemand? Ja, ich meine, nein, niemand sitzt da. Und ja, du kannst dich hinsetzen. Danke. Ruhe in der Bibliothek! Die bösen Stiefbibliothekarinnen sind immer so gemein. Ja, letzte Woche musste ich sämtliche verbotenen Bücher neu katalogisieren. Oh, und ich habe das gefunden. Die Geschichte vom Herzenstag. Danke, Dex. Du bist ja sowas von süß. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein altes Märchen erzählt wird... Ach, Cupid, ich schreibe gerade meine Rede für den... Liebe kann nicht warten. Wovon redest du denn schon wieder? Vom Herzenstag. Wo hast du denn das Buch gefunden? Hier steht alles über diesen exzellenten Feiertag drin, der jeden, der das liest oder hört, ermutigt, seinem Herzen zu folgen. Aber der Tag wurde lange nicht mehr gefeiert. Seit Jahren nicht. Und er wird auch nicht mehr gefeiert. Der Herzenstag ist gefährlich. Aber... Einige Schüler könnten ihn als Zeichen sehen, ihrer Bestimmung nicht zu folgen. Vielleicht ist der Herzenstag... Ich muss dir verbieten, darüber zu sprechen. Das darf niemand erfahren. Ich hoffe, du hast mich verstanden, Cupid. Ja, Sir. Ich werde nicht darüber reden. Der Herzenstag? Das verstehe ich nicht. Oh. Ah, Pantomime! 38 Wörter. Ein Feiertag, der damals in der Märchenwelt gefeiert wurde und uns ermutigt, unserem Herzen zu folgen. Aber Schulleiter Grimm möchte nicht, dass jemand davon erfährt. Aber du findest, wir sollten ihn trotzdem feiern und eine heimliche Herzenstagsparty veranstalten? Wieso hast du das nicht einfach gesagt? Ja, weil Schulleiter Grimm mir leider verboten hat, darüber zu reden. Eine heimliche Party feiern? Was, wenn Grimm uns erwischt? Wird er schon nicht. Komm schon, die Party wird der absolute Wahnsinn. Ich weiß doch, dass ich die exzellentesten Partys plane. Ja, wir feiern heimlich den Herzenstag. Du solltest es lieber nicht so rausschreien. Es soll doch ein Geheimnis sein, oder nicht?
mit. Komm schon, Sie sind da drüben. Endlich bekomme ich den Beweis. Das kann dir doch egal sein. Nein, es ist nämlich nicht fair. Ashlyn bricht mit ihrer heimlichen Romanze die Regeln der Royals. Trotzdem bekommt sie ihr glücklich bis ans Lebensende und ich nicht. Dann hast du einen Plan? Ich meine, wir können sie ja nicht einfach in einem romantischen Moment ertappen. Bitte lächeln. Oh, verflucht. Oh, hey, Duchess, Sparrow, wir haben euch gar nicht gesehen. Was ist denn los? Ihr zwei seid voll auf der Blumen! Ashlyn, Hunter, ich glaube, viel interessanter ist doch, wieso ihr beide zusammen hier seid. Habt ihr etwa ein heimliches Rendezvous? Wir brauchen einen anderen Ort zum Picknicken. Bitte, ihr dürft niemandem verraten, dass Hunter und ich uns heimlich treffen. Ja, wow, nun, genau das habe ich vor. Ash, damit rückst du in der Royal-Rangliste nach unten. Aber keine Sorge, ich nehme deinen Platz ein und bekomme dein glücklich bis ans Lebensende. So ein Pech, das bedeutet dein... Hör auf damit! Liebe Freunde von Liebesgeschichten, heute versuche ich mal wieder im Spiegelkasten alle eure romantischen Probleme zu lösen. Also du, mein Märchenland, was bewegt dein Herz? Ich... Dex! Irgendwie bin ich... Nein, ich bin in ein Mädchen verliebt, sie heißt Raven. Raven Queen? Du bist echt in Raven Queen verliebt? Ich meine Rachel. Rachel, ja, das Mädchen heißt Rachel. Okay, Rachel. So, du magst sie also. Was ist das Problem? Naja, immer wenn ich in ihrer Nähe bin, verschlägt es mir irgendwie die Sprache. Oh, okay. Vielleicht könntest du deine Gefühle für sie ja mal aufschreiben. Das ist eine großartige Idee. Ich werde ihr ein Liebesgedicht schreiben. Danke, Cupid, du bist die Beste. Schön, aber gerne. Da ist Applewhite. Oh, hey. Wow, der Herzenstag. Bist du auch schon so aufgeregt? Früher war das ein wichtiger Feiertag bei den Royals, der Tag der Liebe. Ah, vielleicht finden wir unseren vorherbestimmten Prinzen. Natürlich, ja. Ach komm, was ist denn los? Mir kannst du es doch sagen. Ich meine, wir sind doch Freundinnen bis an unser Lebensende, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob du es verstehen würdest. Was? Ein Problem mit einem Jungen? Oh Mann, ich bin so durstig. Ich hole uns jetzt einen Abracadabra-Kaffee. Doppelt Schaum, extra Apfelkaramell, oder? Arbeitest du hier? Ich möchte diese Schuhe in Größe 74. Oh. Und so schrieb Dexter ein Liebesgedicht für Raven. Oh, zuerst wusste ich nicht, was ich antworten sollte. Jetzt musste er nur noch auf eine Antwort warten. Was ist das? Das ist ein Liebesgedicht. Oh, eine geheime Botschaft. Gibt es auf der Welt etwas Teetastischeres? Aber von wem ist es? D. Charming. Ladies. Daring? Ich hatte keine Ahnung, dass er mich gern hat. Hey, Bruderherz. Oh, so ein Mist. Liebe ist sehr... kompliziert. Ja, kompliziert. They told you everything was waiting for you.